Hey ho, meine Lieben! Heute ist Samstag, der 1. Mai. Die Sonne scheint nicht, aber kein Grund, dass wir heute nicht die Grills reinigen. Ja, Videotitel heute: Grillreinigen 2021. Und dazu habe ich euch was mitgebracht. Und zwar den, es sind beides dieselben: Greenrock, Backofen und Grillreiniger. Den werden wir jetzt mal austesten, ausprobieren und heute mal die Grills so richtig auf Vordermann bringen. Das heißt, wir machen oder ich mache den Weber Kugelgrill und den Gasgrill. Genau, habe ich mich entschieden, beide heute zu machen. Tja, Moment, Brille. Schluss mit hartnäckigen Verkrustungen. Sagen Sie Hallo zu einem neuen Sauber. Der neue Backofen und Grillreiniger von Greenrock ist Ihr Geheimrezept bei der Entfernung von Grill- und Bratrückständen. Selbstständig oder selbsttätig reinigt er kalte Überflächen, Oberflächen, Fettverklebungen von Fliesen und vielen mehr. Rückstandsfrei entfernen Sie Öle, Fette, Eiweiße und deren Verbrennungsrückstände ohne Scheuern und Kratzen. Und genau das probieren wir aus. Das soll ich sagen, Schatzi hat sich den schon gekrallt und in dem Zusammenhang zeige ich euch gleich noch den ersten Tipp, was wir haben. Da gehen wir da runter und nein! Danach, doch, nein! Und danach gehen wir raus an die nein! Grills. Mhm. Nein, nein, nein. Tja, wenn man sowas jetzt zum Beispiel im Backofen reintut und dann mit einer Folie, also in dem Falle haben wir einen gelben Sack genommen, den einfach drüber tut und dann sauber, richtig sauber einwirken lässt. Leute, das Zeug sieht hinterher aus wie neu. Ja, das war jetzt der erste Tipp. Was hast du da drin alles gemacht gehabt zuletzt? Lasagne, wo übergelaufen ist. Ach so. Lasagne, also die Lasagne, die Tomatensauce war unten ganz schön reingebrannt. Okay, also wir werden uns dann später auf alle Fälle nochmal den Backofen angucken. Und ja, jetzt gehen wir raus. Jesus, Maria und Josef. Ja, das wird wirklich Zeit, dass wir den nochmal ordentlich wieder sauber machen. Ich werde jetzt zuallererst hier mal die Roste raus, die ganzen Kohlen raus und den Aschefang ausleeren. Und bei dem hier, oh, der hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Ja. Auch die Roste raus und dann werden wir das ganze Zeug erst einmal mit dem Greenrock ordentlich einbalsamieren. Ein Vorteil ist es ja heute, dass es nicht so warm ist, die Sonne runterknallt, uns trocknet der Grillreiniger nicht ein. Also wie gesagt, das mit der Folie wirklich nur, wenn es wärmer ist, die Umgebung, weil dann wird uns das eintrocknen. Das habe ich beim letzten Mal hier heraus auch gehabt. Aber so bei den Temperaturen geht es wunderbar. Den müssen wir sowieso erst einmal ordentlich aufschütteln und dann legen wir los. Also ausräumen, loslegen, sauber machen. Ja, ihr seht es, ziemlich gut. Fettablagerung mit Asche gemischt. Werden wir gleich einstreichen. Dann habe ich hier noch den Aschetopf. Der hat, ja, fängt logischerweise auch immer mit Fett auf. Und tja, ob der Greenrock das schafft, da bin ich ja mal echt gespannt. Ich glaube es nicht. Das hat bis jetzt noch kein Grillreiniger wirklich geschafft, das sauber zu machen. Aber wir werden sehen. Aber was noch viel übler ist, ist der Gasgrill da drüben. Tja, auch wenn ich den nicht viel in Gebrauch habe, ablagern tut sich das Zeug trotzdem da drin. Die Schale hier kann ich noch rausziehen, das mache ich jetzt. Und ja, schon mal ein Loch im Handschuh drin. Empfiehlt sich übrigens beim so Reinigern immer Handschuhe anzuziehen. Ja,
dann ziehe ich jetzt das Ding raus und das ganze Zeug machen wir unten auf der Terrasse sauber. Die Weberkugel ziehe ich auch mit runter und den lassen wir hier stehen. Einen Pinsel habe ich mal hergerichtet. Man kann es natürlich auch direkt mit der Hand, mit dem Handschuh aufstreichen. Die Jacke habe ich mal angezogen, weil es ja mittlerweile sehr kühl ist hier heraus. So, und jetzt nehmen wir den einfach und tun das komplette Ding einfach einpinseln. Schatzi, gibt es was dazu zu sagen? Stand da Edelstahl, dass das Edelstahl tauglich ist? Es steht bloß eben drauf mit, Moment, Legierungen. Ah, okay. Also auf Legierung sollte man das nicht verwenden, aber auf reinen Edelstahl sollte das absolut gar kein Ding sein, gar kein Problem. Schreiben wir da was drauf, damit da was auf den Pinsel drauf tun kann. Schön den Deckel. Man kann sich das Ganze natürlich auch in der Schüssel einfüllen und aus der Schüssel rauspinseln. Das wäre fast sinnvoller. Ach was. Oder doch. Ich hol mal Schüssel. Tut so ein bisschen zitronig. Vom Gefühl her wie ein Abbeizer, was ja positiv ist. Und alles, was nachher wahrscheinlich nicht sauber ist, habe ich nicht gescheit eingepinselt. Also ich bin ja jetzt echt gespannt, ob die hartnäckigen Hardcore-Verkrustungen mit einmal weggehen oder ob ich da nachher noch ein zweites Mal drüber gehen muss. Aber hey, das verschmiert sich schon richtig, der Dreck. Weil ich weiß nicht, ob ich den Grill überhaupt schon mal sauber gemacht habe. Und wenn ja, ist es wahrscheinlich mindestens 2 oder 3 Jahre her. Doch, ich habe ihn mal sauber gemacht zwischendurch. So. Vergessen wir jetzt erst einmal 1 oder 2 Stunden, lassen das Zeug einwirken und dann geht es an dem weiter. Ja, fangen wir mit der Kugel an. Leichter Nieselregen hat hier eingesetzt. Also Leute, wenn hier so Zeug abblättert in der Weberkugel, das ist von dem Holzkohle, von dem Rauch, ist das der ganze, wie sagt man, Absatz, was sich da absetzt. Also das ist kein Lack, was abbröselt. Ja, Rußpartikel, genau. Ja, und die bilden halt dann im Deckel drin so eine Schicht. Habe ich jetzt schon öfters in Facebook gesehen. Hilfe, Hilfe, mir blättert der Lack ab. Nein, das sind Rußpartikel. Und da weiß ich jetzt auch nicht, ob der das schafft. Das ist jetzt ja, auch so ein Test. Ich bin ja gespannt. Genau wie im Aschetopf hat es nämlich bis jetzt auch kein Reiniger geschafft, den ich jemals verwendet habe. Mit was kommst du da? Ich bin mit meinem Backofen fertig. Du bist mit deinem Backofen fertig? Ja. Und, wie sieht er aus? Wie neu sieht er aus. Gut. Obwohl mein Backofen, du wirst es wissen, schon 12 Jahre alt ist. Ja. Wie lange haben wir jetzt die Weberkugel? Auch schon 8 Jahre. Wobei ja das Unterteil einmal ein neues gekommen ist. Ich kann das sagen. 2010 war der Sturm, dann haben wir es 2011 gekauft. Ne, 2010 haben wir sie gekauft. Im August. Also wenn du möchtest, kannst du gucken. Wenn nicht, lass mich jetzt erst einmal hier alles einstreichen. Und dann komme ich rein. Dann schauen wir mal rein. Hast du, filmst du? Ja, natürlich filme ich. So Leute, die Kugel ist eingepanscht. Schatzi hat gerade geschimpft, dass ich das gute Mittel, das teure Mittel in eine Weberkugel innen rein tue, aber ich möchte es einfach ausprobieren, wie sauber das wird. Auweia, auweia, hier wird schon wieder nachkontrolliert und nachgebessert.
Das meinte ich eben, dass man das auch direkt mit einem Handschuh machen kann. Das habe ich doch alles schon eingepinselt. Jetzt gib mein Mittel wieder her. Ich muss noch die Roste alles einbalsamieren. Da hast du auch nicht gehabt. Doch. Nein. Doch. Nix, nein. Kannst du im Video nachher anschauen. Aber schön, wenn jemand mal mithilft. Mhm. So. Dann balsamieren wir hier jetzt noch alles ein. Hier habe ich jetzt halt doch eine Folie drunter gelegt. Was mir noch eingefallen ist, man könnte da natürlich statt den gelben Säcken auch so eine Malerfolie nehmen. Da kostet so ein Päckchen auch nicht so arg viel. Aber ganz ehrlich, ich habe es nicht gefunden. Ich weiß zwar, dass ich da was habe, aber ich weiß nicht wo. Und dann schmeißen wir alles, wächst im Regen, in die Weberkugel rein. Da bin ich jetzt rigoros. Und ihr seht es schon, hier ist es auf alle Fälle bei so Grillrosten vom Vorteil, wenn man da eine Folie unten drunter tut. So, das Blech natürlich auch ordentlich einbalsamieren. Also das ist ja bald eine Zentimeter dicke Kruste hier drauf. Und Leute, genau das ist es, was in den Gasgrills Fettbrände verursacht. Wenn man unten die Schalen nicht gescheit sauber macht und dann heulen die Leute rum, dass ihre Grills abgebrannt sind. Also von Zeit zu Zeit muss man das machen. Nicht sollte, sondern muss. Zwei Roste vom Gasi werden jetzt auch noch sauber einbalsamiert. Und ich war heute jetzt richtig verschwenderisch und habe mir komplette Pulle leer gemacht. Deswegen jetzt auch dabei mit in die Kugel und dann kommt alles auf die Terrasse wieder. Da steht jetzt alles. Das Ganze hat jetzt circa eine halbe Stunde gedauert. Alles komplett einzubalsamieren. Ja, kurz nach 4:30 haben wir es. 4:30, ja, gegen 5:30, 6:00 würde ich mal sagen. Fangen wir an, das Zeug abzuwischen. Aber jetzt gehen wir schnell rein und gucken uns mal von Schatzi den Backofen an. Mhm. Auf geht's. Aber Kontrolle, 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 Kontrolle. Schatzi, hast du einen neuen Ofen? Nein, ich hab keinen neuen. Nö. Also, sieht mal richtig gut aus. Wie neu. Das heißt, Schatzi kriegt keinen neuen Ofen. So, Freunde, und während draußen jetzt der Greenrock Grill- und Backofenreiniger sein Werk tut, ja, es braucht seine Zeit, weil wenn er beim Auto aufs Gas drückt, der ist auch nicht in 0,1 Sekunden von 0 auf 100. Das braucht auch seine Zeit. Und genauso muss der auch erst einwirken, seine Wirkung entfalten, damit sich alles schön löst. Und ich bin wirklich gespannt, ob das mit einem Mal bei dem Grill ausreicht. Ja, Schatz, könntest ja auch mal putzen ab und zu. Jetzt kommt gleich irgendwas geflogen. Gut, Leute, ich tue jetzt noch ein bisschen Kaffee trinken. Und nachher geht es dann draußen weiter. Dann wischen wir und putzen wir das Ding oder die zwei Grills fertig. Freunde, jetzt haben wir es 5:45 und ich kann Schatzi einfach nicht einbremsen. Ich habe es ja nur probiert. Was da nee, ist ja in Ordnung. Aber es scheint schon, also zumindest jetzt an den Außenstellen, sauber zu wirken. Lappen, Wasser und einfach mal abwischen. Also doch nichts mit einfach abspülen. Nee. Nein. Mit einfach abspülen ist nicht. Okay. Aber hey, das ist schon mal fast wieder sauber geworden. Da. Ja, da kommt das Ding raus, das Blech habe ich da reingelegt. Und jetzt bin ich ja echt gespannt, ob es dann die dicken Verkrustungen auch angelöst hat. Man hört es vielleicht, im Außenbereich regnet es jetzt ganz furchtbar. Und geht's weg? Ja, das wow. Ist. Ja, das ist jetzt ein Schwamm.
Kannst du das einmal runter tun? Ja, wenn ich mal Handschuhe angezogen habe, kann ich das runter tun. Ja, eben. Das hast du auch vergessen. Nein, das habe ich auch eingestrichen gehabt. Echt jetzt? Ja. Das ist schon komisch. Wenn ich Hilfe will und Hilfe brauche, wird mir nicht geholfen. Du, weißt du was? Du kannst das jetzt. Nein, nein! Mach bitte weiter! Nee, du kannst das jetzt selber machen. Nein, ich find das ja toll. Du kannst dir jetzt Gummihandschuhe anziehen. Du hast mir dann meinen Backofen auch nicht geholfen. Aber das geht. Ja, und das ist das, wo ich gesagt habe, wenn man das mit Folie abdeckt, dann trocknet das nicht aus, dann ja. Kann das auch besser wirken. Okay. Ich komme definitiv nicht mehr dazu, selber zu putzen. Oh, doch. Nein. Jetzt hast du schon weitergemacht. Hey, nicht abhauen. Weitermachen. Weg ist sie. Lässt mich mit meinem Elend hier allein. Mach halt ich weiter. Also einfach abreiben, hat sie gesagt. Ich bin halt einfach kein Putzteufel. Was hast du mich beschimpft als Putzteufel? Nein, ich habe gesagt, ich bin kein Putzteufel. Du hast mich als Putzteufel beschimpft. Ich habe gesagt, ich bin kein Putzteufel. Ich bin halt kein Putzteufel. Das heißt, Gott verspricht, ich bin der Putzteufel. Also hier ist wirklich auch die Einwirkdauer von Belang. Man muss dazu sagen, der Grill ist schon wirklich heftig. Die Verkrustungen hier. Ich glaube, da ist bloß noch eine Bohrmaschine mit Drahtbürste. Aber hier, wo wir schön eingestrichen haben, geht es doch echt gut weg. Also ich glaube, da gibt es nicht wirklich einen Reiniger, der das auf Ziel schafft. Aber Andreas hat das auf alle Fälle. Schauen wir uns mal das Ergebnis im Detail an. Vom ersten Durchgang. Also wir erinnern uns, wie widerlich das Ding innen schon ausgesehen hat. Und es ist wirklich schon sehr viel weggegangen. Klar, hier die ganz dicken Verkrustungen, die sind noch dran. Unten drin muss ich nachher ausspülen. Ja. Also hier war es ja auch schon ziemlich dick, da habe ich gut eingepinselt, habe ich auch schon gut wegbekommen. Und ja, das Blech sowieso, das habt ihr ja gesehen, wie dick das war. Aber jetzt für die erste Runde mit dem Zeug ein Top-Ergebnis. Klar, wenn der Grill so aussieht, muss man definitiv zweimal drüber gehen. Das geht nicht mit einmal. Und jetzt wischen wir mal die Weberkugel ab. Ja, und da bin ich jetzt echt gespannt. Das war das, was ich auch gesagt habe, was ich nicht unbedingt glaube, dass er es schafft. Aber ein bisschen schrubbeln noch mit dem Zeug und es geht schon weg. Also es ist definitiv weniger. Auch der schreit noch nach einer Zweitbehandlung. Sehr hartnäckiges Zeug. Schauen wir uns die Grillroste an, die was eingepackt waren. Also es steht auch auf der Packung drauf. Bis zu 4 Stunden einwirken lassen. Haben wir ja jetzt bei weitem nicht gemacht. Weil ich mal auch eben denke, erstmal mal wirklich den groben Schutzraum runter. Und dann lieber nochmal. Schaut mal, wie das Zeug hier runter geht schon. Also das ist echt schon brachial, wie das weggeht. Der Feuertopf, der unten drunter, der Aschetopf. Und da ist er, der hat sich schon mit Regenwasser gefüllt. Tja, aber das, was ich gesagt habe, ist glaube ich kaum, dass er schafft. Macht er besser das Ergebnis, als ich gedacht habe. Moment, viel ist nicht mehr drin. Aber hallo. Also da bin ich schon mal sehr zufrieden, wie der geworden ist. Also die Gitterroste kann ich jetzt schon sagen, einbalsamieren und wirklich komplett in Folie einpacken. Das machen wir nachher auch nochmal. Zweite Runde hilft nichts. Die sind soweit gut, die können wir gleich auf die Seite legen. Und jetzt bin ich ja gespannt. Also das geht mal richtig weg.
Auch hier in der Kugel innen drin sind nur die extremen Hardcore-Verkrustungen übrig geblieben. Also nicht viel. Und tja, was soll ich sagen? Genau das Zeug pinsel ich jetzt nochmal ein bisschen ein. Lass es nochmal ein bisschen einwirken. Ja, und dann putzen wir ganz einfach nochmal drüber. Und ganz ehrlich, mich hätte es jetzt extrem gewundert, wenn das Mittel das auf alles auf Anhieb weggebracht hätte. Hätte vielleicht funktionieren können, wenn ich alles gleich mit Folie abgepackt hätte, so wie Schatz das gesagt hat. Aber ja, das wollte ich nicht unbedingt. Aber für die... Ja, da ist gar nichts mehr dran, das ist gut. Für die Gitter suche ich jetzt nochmal eine Folie und dann können wir die auch nochmal richtig sauber, geil einbindeln, mit Folie verpacken und dann gucken wir mal, ja, wie das wird. Und Deckel Innenseite pinsel ich auch gleich nochmal ein und hau da eine Folie drüber. Genau! Aha. Genau so was meinte ich. Eine richtig dünne Plane. 20 Quadratmeter, 4x5 Meter. Ich glaube, damit können wir ein bisschen was abdecken. Also, ich schneide mir jetzt mit der Schere ein bisschen was weg und dann machen wir weiter. Die andere Möglichkeit wäre Sandstrahlen. Jetzt bringen wir die Folie auf. Am besten die Luft rausstreichen. Und dann bin ich nachher gespannt. Dasselbe mache ich jetzt mit den ganzen Gittern nochmal. Auch nochmal schön einstreichen. In die Folie einpacken. Und dann lassen wir das Ganze nochmal ein bisschen liegen. Und schauen uns später dann das Ergebnis an. So Leute, mittlerweile 7:30. Ich habe das ganze Zeug jetzt nochmal richtig schön eingestrichen. Schön eingepackt, sodass das auch mit anliegt. Und da ist ein Loch drin. Jetzt kann das mal so richtig, richtig einwirken. Wir lassen das jetzt auch ein bisschen länger liegen. Da gibt es halt einen, am besten über Nacht. Ich hätte jetzt einen Mitternachtsputz gemacht noch. Nee, nee, das möchte ich auch nicht. Weil, wo ich mich erinnert habe, war die Platte hier hinten ein anderes Material. Das haben wir beim letzten Mal schon festgestellt, dass wir die nicht hinbekommen. Die werde ich auf alle Fälle dann abwischen. Und naja, hier drin auch nochmal das ganz grobe Zeug eingepinselt. Aber wenn ihr euch erinnert, wie das vorher ausgesehen hat, hat sich da schon einiges getan. So, Deckel zu, grillen, einwirken lassen. Tja, was soll ich sagen? Ich habe gestern Abend, ich war einfach zu müde dazu. Ich habe es dann doch über Nacht stehen lassen und man muss wirklich eins dazu sagen, das Zeug hier, meine Grills, sind eine extrem harte Nuss. Also das ist wirklich schon der Extremfall und ja, wenn es der Reiniger hinkriegt, einfach nur alle Daumen nach oben, was anderes kann man da nicht sagen. Ich bin mir aber sicher, dass ein paar Punkte noch sein werden, die muss ich noch ein bisschen nachschrubben. Dazu habe ich mir noch das hier geholt, aber das ist eigentlich normal, wenn man solche extremen Verkrustungen hat. Gut, schauen wir uns den Gasgrill weiter an und machen wir den jetzt erst einmal fertig. Also der Poppel, was da dran war, ist schon weg. Ja, und wie ich gesagt habe, der Deckel besteht aus einem anderen Material. Also zumindest das Innenblech. Das war irgendwas Beschichtetes, keine Ahnung. Um sowas hier wieder zum Glänzen zu bringen, braucht man natürlich ja, so ein Politurzeugsel. Und jetzt sehe ich gerade, dass der Akku von der Cam schlapp macht. Verdammt nochmal. Das ist jetzt nicht schön.
Aber ich kann jetzt noch schnell sagen, dass die harten Verkrustungen sehr gut weggehen. Da braucht man mit dem Zeug jetzt bloß mal leicht drüber fahren. Und weg ist es. Ja, hilft nichts, Leute. Akku laden. Und während der Akku lädt, putze ich jetzt den Gasgrill fertig und nachher schauen wir uns dann das Ergebnis an. Und zu den Gittern schaue ich, dass ich euch wieder dazu hole. Was soll ich sagen? Ich habe es durchgezogen. Ich war so im Arbeitsflow drin, dass ich beide Grills fertig gemacht habe. Nachdem ich gesehen habe, dass es auf den Gittern sehr leicht runtergeht, alles eigentlich, naja, fast alles, aber dazu kommen wir gleich, ja, habe ich einfach den Hochdruckreiniger rausgeholt und habe alles einmal abgedampft. Ja, und ich bin sehr zufrieden. Der hier, der Grill- und Backofenreiniger mit Power Aktiv Gel, ja, von Greenwalk, hat wirklich Unmögliches leisten müssen bei meinen Grills. Also normalerweise hätte man die durch eine Sandstrahlanlage jagen müssen, aber er hat es soweit geschafft. Waren halt zwei Durchgänge nötig bei der Masse an Schmodder, was da drin war, aber Daumen hoch, ich bin sehr zufrieden. Und jetzt schaut mal die Grills nochmal komplett an. Also vom Gitter, die ganzen fetten Brocken sind weg. Da hinten drin, überall. Das ist mittlerweile sauber. Diese Rauchablagerungen, die hat er nicht ganz geschafft. Da müsste ich den Deckel mit in die Arbeit nehmen und mit einem 500 Bar Hochdruckreiniger, wo ich normalen Rost vom Auflieger abdampf, vielleicht nochmal probieren, aber nee. Hier sind auch diese Rußränder, also das schafft der Reiniger definitiv nicht. Ist aber auch kein Problem, aber der Rest, alles was fett war, das ist weg. Das hat er richtig schön sauber gemacht. Na, jetzt kann man sie wieder angucken, die Kugel. Tja, und auch bei dem hier. Na, erinnert euch am Anfang. Gut, hier habe ich die Futzel nicht ganz raus, aber naja. Und jetzt aufgepasst. Aber hallo. Also, der Deckel. Die Innenseite, das ist so eine Legierung, wo auch auf der Packung drauf stand, dass man das nicht unbedingt drauf verwenden soll. Ich weiß nicht, ob das ein verzinktes Blech ist, was sie da neu genagelt haben. Naja, aber ihr seht es, der Rost, was nicht so heiß wird, der ist wieder richtig schön blank geworden. Dann die ganzen Ecken habe ich auch alles sauber bekommen. Da unten drin sind bloß noch ganz leichte Spuren zurückgeblieben. Was soll man sagen? Also das Ding ist auch wieder einsatzbereit. Wenn er komplett durchgetrocknet ist, wird er nochmal gescheit ausgebrannt, um eventuelle Rückstände noch zu entfernen. Aber ansonsten richtig, richtig geil. Abschließende Worte. Ich kann dem bloß empfehlen, und wenn er nicht so lange wartet wie ich mit einer kompletten Grillreinigung, dann funktioniert es in einem Arbeitsgang. Der Tipp eben mit der Folie abdecken, dann wird das Zeug richtig sauber. Ja, Link zu dem unterm Video. Ich sag's euch mal, probiert es selber aus. Wenn ihr ihn ausprobiert habt, könnt ihr gerne nochmal wiederkommen und nochmal unten drunter kommentieren. Und ja, dann wären wir am Ende von diesem Putz-Grill-Putz-Video mit dem
Grill und Backofen und Grillreiniger angekommen. Meine Empfehlung hat es. Und Freunde, ich überlege mal, was wir als nächstes machen. Und ja, und dann auf den sauberen Grill mal wieder. Hasta la vista, tschüss. Und Leute, wir sehen uns. Tschaikowski.